Hallo, mein Freund. Was? Oh, ich muss zeig mir, was du anzubieten hast. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt von der Lautstärke her gut. Und damit das auch hier so passt. Das kann ich nicht verbessern. Ich könnte meinen. Die Axt kann ich nicht verbessern. Das kann ich verbessern. Das Schild kann ich noch verbessern, aber wie oft nutze ich dieses Schild? Mit Wasser besiege ich das eigentlich. Die kann dran. Okay. Ich konnte es einfach so verbessern. Den Helm nutze ich auch nicht. Das kann ich nicht verbessern. Ich kann nichts verbessern mehr. Das Schild habe ich jetzt auf voll ausgebaut. Okay. Sonst kann ich nichts für dich tun? Nee, ich muss weiter. Nun muss ich gehen. Auf bald. Pass auf dich auf. Jo. Wir können anscheinend hier irgendwie Inventar. Ah ja, ich habe ein bisschen gefarbt. Wir können doch hier, glaube ich, Runen einpflanzen. Verbessern Runen, genau. Nein, Runen. Kleine Rune des Zorns. Rune des Zorns. Feinheit. Warte mal. Varins Axt. Wieso ist Varins Axt hier auf der 2? Da, genau. Rune und Rune des Zorns kommt da rein. Okay, gut. Die kann ich auch jederzeit tauschen. Alles klar. Und auch wieder entfernt. Das ist schön. Nein. So, und hier kann ich doch dann die Axt auch eine Rune. Genau, perfekt. Ich mache mal ein paar Runen rein. Oh, die können die verbessern. Haupttippbogen, Jagdbogen. Fängkampfschaden wird durch Schwachpunkttreffer erhöht. Angriff wird bei voller Gesundheit erhöht. Die kann ich separat dann auch noch verbessern. Okay. Dann hauen wir das hier noch rein. Habe ich auch noch ein paar. Okay. Kann ich hier eigentlich auch holen? Habe ich da? Da habe ich da wieder separat holen. Okay. Rune des Lebens, des Schattens, Schleichangriffschaden, Gewicht, Feuereffekt, Giftschaden, Gewicht. Auf jeden Fall hier schleichen. Hier mache ich Gesundheit rein. Hier können wir Rüstung. Ne, hier mache ich Rüstung rein. Ja. Und hier mache ich Nahkampfschaden rein. Nahkampfwiderstand. Oh, Nahkampf mit der Stadt hat. Perfekt. Sind wir auch mal mit Runen ausgestattet. Ach, ich Idiot. Genau, ich habe ein bisschen nebenbei mal die Karte aufgedeckt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach hier so entlang. Diesen Punkt machen wir dann gleich noch zu dieser Mission. Also einmal hier, dann hier, dann hier und dann machen wir die Mission hier. Und dann machen wir den hier. Den habe ich hier ausgesehen. getötet und danach habe ich ihn schnell wieder zurück und nochmals gemacht. Da haben wir einen Spottstreit. Also ich habe nur bis jetzt hier das auf der... Ich wollte eigentlich mal vormittags streamen, wenn ich hier einfach durch die Lände lauf. Mit Musik nebenbei und hier die Aussichtspunkte mir hole. Hier und da oben. Da kann ich da bei 20 hoch. Okay, gut. Das Gebiet und das Gebiet hier. Vielleicht noch das hier. Je nachdem. Und einfach hier die Schätze abklapper, damit sie auch mit dabei seid. Ihr könnt es dann reinschauen. Ist der Plan, also ist es auch geplant, damit ich mir vielleicht
nächste Woche mal vormittags tun. Das weiß ich auch noch genau. Vielleicht immer Dienstag, Donnerstag. Oder Dienstag zum Beispiel, ich habe vormittags Filme. Donnerstag kann ich meistens tun, vormittags auch noch. Und damit ich dann sage, gut, dienstags streame ich vormittags immer ein bisschen. Also entweder laufen wir durch Valhalla und sammeln ein paar Dinge ein. Da gehen auch immer 2-3 Stunden herum. Einfach so ein bisschen quatschen oder wir spielen Minecraft oder irgendwas anderes gemeinsam. Oder aber auch ich modelliere ein bisschen mit Blender oder Maya. Ich denke eher Blender, damit ich das lerne. Mit euch gemeinsam sozusagen Blender lernen und dann vielleicht auch in Richtung Unreal Engine mit da was gemeinsam machen oder texturieren und Texturen erstellen und. Es gibt so viele Möglichkeiten. So, mein Lieber. Habe ich da keine Pfeile mehr? Hä? Inventar, welchen Pfeil hab, welchen Bogen haben wir eigentlich gerade ausgerüstet? Den Jagdbogen. Ja, also, um so zu passen. Boss, ich habe natürlich keine Pfeile. Doch, ich habe 17 Pfeile. Ah ja, stimmt, ich muss halt gespannt halten. Wow. Komm schon. Nein. Nein, das war ein schlechter Fall. Das war ein wirklich schlechter Fall. Au. Okay, gut. Ich hab echt schon nicht so lange gespielt. Allein Wolfen. Okay, ich hab zumindest meinen Pfeil bekommen. Ich finde es ein bisschen blöd, damit egal welches Team man mit jetzt sozusagen nur Leder kommt. Ich würde es cooler finden, wenn es so wie früher. Ja, da hast Wolfsfell, da hast Bärfell, da hast Ace-Leader und hast. Hätte irgendwie ein bisschen mehr Stil, finde ich. Oh, da gibt es was zu vorlesen. Mordische Opfergabe. Morgen kämpfen wir. Ich und mein Bruder. Diese Fehde zwischen uns hat ihren Höhepunkt erreicht. Am Ende wird einer von uns über der Leiche des anderen stehen und unsere Söhne werden Zeugen sein. Gewähre mir den Sieg, Odin, und ich werde meinen Sohn und meinen Neffen zu den besten Kriegern heranziehen, damit sie sich deinen Platz an deiner Tafel verdienen. Okay. Wir brauchen Flusswels. Wie kann ich angeln eigentlich? Habe ich das schon gelernt? Ja, gleich mal schauen, wie man angelt. Okay, nächster Punkt. Wenn wir das noch nicht machen können, dann eben noch nicht. Mal schauen, vielleicht werde ich wirklich mal hier ein bisschen diesen Stream angeln und dann in unserem Chili-Mili-Stream vormittags so mal machen. So mehr Wölfe. Möge der Wind ewig meine Haut. Der Typ. So. Lasst euch das gesagt sein. Von Winsel in die Wand rein. Und komm her. Möge der Wind ewig meine Haut kitzeln. Ohne mich werdet ihr gar nicht. Meinen Ideen verdankt ihr eure Nacktheit. An alle Kleidungstyrannen. Ich bin auf jeden Fall unten. Ist die Welt soll wissen, was für Entdeckungsteufel ihr seid. Lasst euch das gesagt sein. Von Winsel. Halt. Sie haben aber alle Hosen und so weiter. Keine Sorge, es ist hier nicht ganz nackt. Okay. Möge der Wind da, also, ewig meine Hautkette. Ohne mich wärt ihr gar nicht. Ja, also was mit warum dir? Bist du nackt? Weil der kompromisslose Kleidungsverzicht mir Freude bringt. Doch meine eigene Sekte, die frommen Nudisten, haben mich verstoßen. Nudisten? Solche, die ihre Haut zum Vergnügen entblößen? Genau. Unsere Haut ist immer entblößt. In der Tradition der Griechen und Römer. Doch manche meinen, ich sei zu enthusiastisch. Nackt beim Gebet, beim Essen, bei der Arbeit, in den Straßen und Eilstuben, überall. Denn Jesus liebt uns so, wie wir geboren wurden. Doch die Gruppe, die ich selbst gegründet habe, hat mich verstoßen.
Ach, könnte ich nur Rache üben und ihre Kleidung stehlen, damit sie auf ewig nackt sind. Okay. Diese Ansammlung von Verrätern tut, als wäre nichts geschehen. Eines Tages werde ich kommen und sie auf ewig entblößen, so wie Gott es wollte. Alles klar, dann werden wir wohl mal da nach unten gehen müssen. Ups. Wie war das? Er will sie entblößen, so wie Gott sie schuf, auf immer und ewig. Heißt das, wir müssen ihre Kleider stehlen? Gesellt sich eine frische und prächtige Seele zu uns. Sprechen wir doch mal mit. Sei gegrüßt bei dieser privaten Feier der nackten Haut. Alle, die sich ausziehen, sind willkommen. Bist du dabei? Na danke. Sagt dir der Name Winsel irgendwas? Ey, wie kann man sich die Gruppe anschließen? Ich würde mich eurer Gruppe gerne anschließen. Wo kann ich meine Kleidung ablegen, damit ich befreit tanzen kann? Wundervoll. Ein neues Mitglied. Leg deine Sachen in die Kiste, die beim Zelt versteckt ist, und genieße die Freiheit. Sei gegrüßt. Entspanne dich und befreie dich. Okay. Erlass gegen Winsler. Erlass, ihr vielen Edelleuten. Und Grantabrizio, der Harte, dem Betangemon, den Tarnen und den Teich vom Butika. Zum Rät. Wir dulden die Gegenwart des Eindringlings und Hochstaplers Winsel nicht länger. Es ist ihm verboten, in unseren Gewässern vor der geschlossenen Gesellschaft den Nacken zu sprechen oder hochzuhalten. Er will mit Gewalt von seinen Felsen entfernt werden, denn er ist ein allgemeiner Ärgernis. Gezeichnet die werten Edelleute von Rantabrischkir. Ein holder Däne schließt sich den Reihen der Befreiten an. Ja, so ähnlich. Oh, das ist die Kiste, in der wir all unsere Sachen verstauen. Leg deine gerne dazu. Okay, mach ich. Oh, leg deine einfach. Hey! Was soll das? Lalalala. Und nu? Ah, da kann man anscheinend angeln. Komme ich da irgendwie wieder rüber? Wir legen mal kurz ab, wollte ich gerade sagen. Hallo, mein Freund. Ah, mit dem kann ich hier treten. Okay, schade. Ja gut, dann tragen wir mal die Kleider zu dem Winsel da hoch. Hey, da lacht die Leute. Die haben alle einen Schlag dann. Der im Gegensatz ist uns noch jemand. Nun kennt. Seid ihr für immer nackt, wie Winchell es wollte. Kann ich nochmal mit dem Mann da oben reden? Ja. Lalala. Ich hab eine Kiste dabei. Lalala. Und er feiert da oben. Ja, Geist, ich komme gleich. So. Wie kann man vielleicht. Okay, machen wir so. Ich weiß schon, wenn du mich mehr. Wie man ablegt. Jetzt werden sie deinen Werten treu sein. Ja! Du hast mich gerecht! Wundervoll! Jetzt müssen sie lernen, die ewige Nacktheit zu genießen! Wenn du magst, gebe ich dir eine erhellende Schrift, in der ich schildere, warum man seine Muskeln entblößen sollte. Viel Spaß! Lebe wohl, Winchell, der Barbusige. Okay. Winsels Tagebuch. Wo finden wir das? Ein Tattoo? Da. Albuch des Winsel, den Gewand befreien. Albuch von Winsel, den Gewand befreien. Bei der heiligsten aller Tugenden, bitte, o Herr, schenkt mir die Kraft, meinen Feinden zu vergehen, denn es fällt mir gar schwer. Vielen Monden sagte ich ihnen, dass du, o Höchster, niemals eines deiner Geschöpfe verschmähen würdest. Ich sagte den vielen Adligen von Grantabrizio, sie mögen die göttlichen Winde unverhüllt genießen. Ihr wurdet nicht nackt erschaffen,
um dann unsere Körper den Mauern zu umgeben. Von da an waren wir alle nackt und doch gehen diese Krähen wie Kleidung nach Hause, verhüllen sich von jedem Mod. Selbst Alfred muss sich anziehen. Er schloss sich uns dereinst an, als er seine Dienerin pflügte. Ich bitte um Vergebung und Hilfe. Gott ist groß. Okay. Wir haben zumindest da schon mal eine Rätsel gelöst. Wir springen jetzt mal nochmal da runter und schauen mal, ob wir 2 Punkte erhalten. Einige mittlerweile. Und schauen mal zu den Werten, Damen und Herren da drüben, die sich jetzt so nackt in der Sonne legen, ob sie noch wütend auf uns sind. Naja, sie tanzen auf jeden Fall nicht mehr. Sie ist allein. Oh. Haben wir jetzt mit unserer Aktion die alle vertrieben? Schade. Das war doch so schön. Gewandten Opal. Bei der helligsten aller Tugenden bitte woher schenken mir Kraft. Der hat uns den Brief gegeben, der hier auch rumliegt. Was für eine Frevelei. Da kommt er jetzt wieder. Da ist sie, aber die ganzen anderen sind weg. Oh, ein Schande. Hätten wir es doch wohl ja nicht gemacht. Wie kann ich eigentlich angeln? Lerne ich wahrscheinlich noch. Okay. Wir müssen da entlang. Küche ist jetzt voll. So, und zwar da drüben hin. Man fragt mich nicht, das ist ein Ort. Mein Missfeld. Ich wusste echt am Anfang überhaupt nicht, was es ist. Hab's jetzt rausgefunden. Und mich gruselt's. Aber gut, den Ort werden wir auf jeden Fall gemeinsam entdecken noch. Komme ich hier hoch? Ja, hier komme ich hoch. So. Perfekt. Also, ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön gestaltet, dieses Spiel. Wir könnten eigentlich jetzt auch gleich erstmal noch ein bisschen aufleveln. Und was mir aufgefallen ist, wenn man sich hier so hinstellt, geht es automatisch kaputt. Das ist Bombe, da kann man richtig gutes Zeug einsammeln. Man muss sich nur einmal kurz da drauf stellen. Also, es geht nicht mehr so wie bei Odyssey. Nebenbei schnell, damit man durchreitet und klack, 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 klack. Man sammelt alles ein, sondern man muss sie kurz hinstellen. Und kurz drüber stellen. Upsala. Unheilvoll. Auf diesem Land lastet ein dunkler Seder. Ja, da drüben. Dunkle Fluch, oder? Dunkle Seele, dunkle Seder. Ja! Ach gut, gehen wir mal hin. Da hängt jemand. Noch gar nicht aufgefallen. Binde und besiege die Ursache. Und Land ist verflucht. Das ist voll. Ich will jetzt einfach mal sagen, wir klettern mal hoch, oder? Wenn ich den Weg da hoch finde. Irgendwas da oben auf jeden Fall. Gibt's was? Was siehst du? Da ist irgendwas, oder? Sieht nur so aus. Da ist was. Zerstört. Ach, das war schon. Okay.
noch mal kurz. Ich mach mal schnell das weg. So. Das war schon. Das war nur das Zeichen da oben. Okay. Dann können wir jetzt weiter rein. Es macht so viel Termerz. Ach, so viele Probleme hier. Okay. Alles klar. Dort ist noch eine Mission. Als meine Mission bin ich eigentlich ganz schön. Ich will die ja gerne mit euch zusammenspielen. Weil, klar, die Schätze sammeln schön Richtung gut alles. Aber in die Mission ist doch sehr, sehr viel Arbeit auch mit reingeflossen. Und ich finde sowas kann man auch gut miteinander spielen. Weil es doch immer wieder Geschichte mit dabei ist. Und ja, ich habe mein Wolf schon freigekauft, wie man spielt. Es ist halt, wenn man die ganzen Schätze so nebenbei nur einsammelt, dann hat man genug Geld. Ich will ein starkes Bündnis schmieden, um mein Königreich zu festigen. Um seine Tiere so einiges beizubringen. Hallo. Das ist dein Königreich, sagst du? In der Tat. Nordsachse. Und ich bin sein erster König, Eckwald. Und als sein Oberhaupt suche ich nach Verbündeten, um stärker zu werden. Königreich? Diese Insel hier? Ja, von Küste zu Küste. Meine Brüder und ich sind vor ein paar Monaten auf dieses herrenlose Land gestoßen, das unserem Ehrgeiz angemessen erschien. Leider sind meine Brüder kurz darauf bei einem furchtbaren Sturm versunken, samt unserer Reichtümer. Zu ihnen gehörte ein Armreif. Ich biete dir im Austausch gegen diesen Armreif meine Treue an. Finde den Reif im Wrack und du kannst deinen König deinen Freund nennen. Ein guter Armreif kann so wichtig sein wie Blut im Herzen. Wenn ich ihn finde, sage ich Bescheid. Okay. Da unten wahrscheinlich. Können wir schon was aufspüren? Nein. Müsste aber, nachdem das hier irgendwie in die Richtung geht. Was da vorne ist halt einfach. Okay. Bin gestorben? Alles klar. Oh, wieder gut tief runter. Muss man schon sagen. Da unten. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh. Aua, der arme Mann. Aufgespießt ist mir untergegangen. Feiner goldener Schwurreif. Eines Königs würdig. Die sind so zwei Brüder. Da bin ich noch gar nicht interessiert. Und hier seine Brüder sind. Wenn ich hier normale Mensch, dann seine. Vor allem, weil es direkt vor ist. Seine Brüder geholt und geboren. Und standesgemäß begraben? Der hat ja gar kein Mitleid irgendwie. Ah, da hinten, Brief lesen. Chronik der Könige von Nordsachsen. Als erster meiner Linie stamme ich von einer uralten Sippe ab. Und nun will ich mein Vermächtnis sichern. Dieses Land der Angeln ist nicht für meine Brüder bestimmt. Thronräuber des alten Königreichs von Nordsachsen. Sie müssen ebenso ehrlos behandelt werden, wie sie mir gegenübertreteten, wenn sie sagen, es ist kein König. Er ist kein König. Ich herrsche niemand sonst. Eckwald, König von Nordsachsen. Okay. Zeig mir mal den Ring. Wo ist dieser Ring? Nein. Da. Ein goldener Armreif von dem winzigen Clan in winzigen König von Nordsachsen. Okay, sprengen wir mal. Ich habe deinen Armreif gefunden im Wrack deines Schiffes. Bei allem, was groß ist, ich kann meinen Augen und Ohren kaum trauen. Jetzt stehst du im Bund mit dem Königreich Nordsachse. Kann er mal sehen. Ich werde dein erstes Bündnis sein. Deine Geschichte geht nicht auf. Sag mal, deine Geschichte geht nicht auf. Deine Vergangenheit wirft Zweifel auf.
Ich kann niemandem trauen, der seine Brüder so verdächtig leicht verloren hat. Was ist wirklich geschehen? Oh, nichts. Der arme Breif gehört mir. Mir allein. Dieses Königreich sollte eines der größten von Englerland werden. Der Glanz des Rings hat dich verblendet. Dein letztes... Jetzt blende ich dich mit Blutsvorräuber. Du hast ein heiliges Bündnis mit dem größten aller Königreiche gebrochen. Wow. Das war die falsche Taste. Aua. Das war die falsche Taste. Ich weiß nicht, weil der Gegner abgeschnittene Herr von Lost 6. Hätte ich ihm den Ring geben sollen, aber wie gesagt, wer lässt seine Brüder da einfach sterben? Was bringt mir das Bündnis mit einem, der mitten auf einer Insel lebt und eigentlich wahrscheinlich mehr von mir will als ein anderer und mich dann angreift? Also der ist so verblendet von dem goldenen Ring. Oh ja, doch richtig im Kopf. Der Anspieler, was hat denn Gollum? Oh, eine Stimme weg. Ja, doch, ich wollte es nicht sagen, mit. Das klingt wie Gollum. Und ja, war ja sowieso so. Ach, du lieber Gollum. wir machen jetzt, bevor wir da die Mission machen. Was da hinten? Ich bin nämlich hingegangen, hab mir gedacht, hey, was ist denn das? Hab's nicht gewusst. Bis ich den Kampf bis abgeschlossen hatte. Glücklicherweise habe ich davor gespeichert. Um ehrlich zu sagen, glücklicherweise habe ich mich davor gespeichert gehabt. Deswegen. So. Schwimmen wir doch mal da rüber. 430 Meter. Und da machen wir diese. Also. Die, nicht die Nebenmission in der Welt, sondern die Mission ein bisschen. Ich werde heute auch nicht zu lang machen. Vielleicht so 2 Stunden ungefähr. Und dann werde ich Feierabend machen, weil ich werde morgen schon länger streamen. Das wird sicher sein. Sieht schon cool aus. Sieht schon richtig nice aus. Ich habe jetzt das 10 gehabt von der Xbox Series X, wo jetzt rauskam. Hat anscheinend Otto irgendwas gemacht gehabt, das Otto-Versand mit den Spielen hergeben. Und da kam auch Assassin's Creed Valhalla drin vor. Da war auch Cosplay, der den gecosplayt hat. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt gerade offizielle Cosplay ist. Ich glaube schon, weil er hat ja auch von Ubisoft aus das Cosplay machen dürfen. Und ja, da sieht man so richtig, wie er das macht. Also, wie sie da einem die überreicht haben. Echt cool gemacht. Wenn wir uns da oben hinschleichen, können wir den recht gut besiegen. So, okay, gut, dann gehen wir erstmal an Land und speichern wir kurz ab. Dann schleichen wir uns da nach oben. Ja. Weil mir ist nicht auffallen, der bewegt sich nicht. Oder sie bewegt sich nicht. Halt, das ist ja gar nicht sie. Ist der andere da? Oder? Ich glaube, das ist ein anderer Typ in der Tat. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Wo könnte der schon bloß sein? Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, bloß keine Aufmerksamkeit. Das war nicht so gut, ich hatte keine Aufmerksamkeit. Au. Oh. Ja gut, das tut mir ein bisschen leid. Aber ein bisschen. So. Gut, warte, komm, Linda. Keiner.
Standartenträger ist das? Ja, alles klar. Standartenträger. Schaltet den Feind aus! Wir kämpfen zusammen! Wow. Leute, es gibt was zu tun! Okay. Hier! Warum oh, schon Standartenträger? Du wirst bluten! Wow. Okay, gut. Dann doch jetzt ganz kurz hier. So. Oh, upsala. Was macht der jetzt da? Lauf nur nach Hause. Das war der falsche, den ich haben wollte. Der fühlt sich irgendwie falsch an. Ah, das ist doch schon der. Ne, da vorne ist er. Ahahaha. War wirklich der falsche. Halt, vielleicht mal nachschauen, ob es Nahrung irgendwo gibt. Gibt es da oben Essen vielleicht? Ich wollte ein bisschen, dass ich könnte einen Happen vertragen. Ist das ein Orang-Eingang? Nein, also einmal so umgehen. Ach, cool, da hat auch noch was dabei gehabt. So. Na, hallo, gibt's hier was zum Essen? Nein, ja, für den Tod, ich bin gerade zuvor. Da gibt es nirgendwo was zum Essen, vielleicht da unten. Brauchen wir auch nicht viel, nur ein bisschen was. Da drüben vielleicht. Nix, Mampf, Mampf. Jadi, Jadi. Okay, gut. Dann eben jetzt noch die Typen da drüben. Müssen wir doch auf unseren Friseur gehen. Uns erinnern. Spähe für mich in die Ferne, Sühne. So, mal schauen. Wen haben wir denn hier alles? Wir haben hier eine Schlange. Da ein Typ. Da, 1, 2, 3. Das 3 müssen das 4 Typis. Und den vom Orden. Okay. Genau. Okay, gut. Wir haben da 3 davon: Schlange und da den. So, genannt. Alles klar. Da links kommen zu der Schlange. Du bist mir auf die Schliche gekommen. Beeindruckend. Aber du findest uns nicht alle. So tief kannst du nicht graben. Wir sind wie ein fauliges Geschwür. Wir bahnen uns unseren Weg, wie der stete Tropfen höhlt den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr. Ein Geheimnis. Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, das aus deinem Munde kommt.